Ja, also keine Ahnung, ich glaube, ich weiß, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält nach dem Spiel, aber jetzt mal, um eure ganze Euphorie auch ein bisschen zu runterzufahren, was habt ihr denn erwartet? Also, tut mir leid. Ich weiß nicht, was die Euphorie ist, aber am Ende spiegelt ja das wieder da, was ist. Also die Leistung auf dem Platz lügt ja nicht. Und ich weiß nicht, was es darüber zu diskutieren gibt. Oder ich weiß nicht, wie viele Fußballexperten von euch selber auf dem Platz sehen. Aber das, was auf dem Platz ist, können wir außen nicht beeinflussen. Und das, was auf dem Platz passiert, spiegelt halt auch irgendwo dann das Ganze wieder da. Und da können mir bitte, 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 ich will gar nicht in meinen Chat lesen: "Hey, wir brauchen uns nicht wundern, wenn der Hummels nicht mitfährt." Ja, dann bist du der Supporter, der sagt, Hummels hätte mitfahren müssen. Dann gibt es aber die Person B, die sagt: "Ja, du, hör mal, der Hummels, der Zug ist abgefahren. Das hast du ja bei dem letzten Spiel gesehen." Ey, Jungs, haltet die Fresse. Das sind Entscheidungen, die wurden getroffen. Man muss sie nicht nachvollziehen, aber man hat sie zu akzeptieren. Fertig. Das Einzige, was du jetzt ändern kannst, das Ergebnis oder beziehungsweise die Leistung für die nächsten zwei Spiele. Alle Diskussionen um das Ganze drum machen keinen Sinn. Und das ist halt aber auch der Sinn eines Turniers. Wisst ihr, was ich meine?